von der Düsseldorfer EG, 23 Jahre jung. Sie wird trainiert von Peter Jonas und war im Vorjahr Vierte der Weltmeisterschaft. Sie hat jetzt ihre Chance. Nachdem Jill Trenary so sehr enttäuscht hat. Patty, go for a medal. Die deutsche Amerikanerin hat hier eine großartige Möglichkeit. Sehr schön. Die Kombination dreifacher Salchow und Doppeltulup geglückt. Sie kann hier einen wunderschönen Doppelachsel springen. Jawohl! Sehr schön. Hochgesprungen, sehr gut ausgeführt. Patty ist heute stark. Die Musik von Leonard Bernstein, die Ouvertüre Candide. Wunderschön, wie sie läuft. Schöne, weiche Bewegung. Das macht Spaß. Die Himmelspirouette sehr schön zentriert. Fehlerfreie Sprünge, sauberes Zentrieren der Pirouetten. Da muss es einfach diesmal klappen. Patricia Neske hat hier wirklich ein ganz hervorragendes Originalprogramm gezeigt. Hoffentlich sind die Preisrichter bereit, die entsprechenden Noten zu geben. Das war ja eine ganze Klasse besser als Jill Trenary, die hier ja Weltmeisterin werden soll. Schauen Sie diesen wunderschönen Doppelachsel in der Zeitlupe, liebe Zuschauer. Die Sprungkombination, dreifacher Salchow, Doppeltulup, in der Zeitlupe nochmal gesehen. Ja, da ist Peter Jonas, der Trainer, sicherlich auch zufrieden. Und sie ist richtig happy, die Patty. Seit Jahren trainiert sie ja im Bundesleistungszentrum Oberstdorf. Hat ein wenig Pech gehabt bei den Europameisterschaften in Leningrad. Ist ein ganz sympathisches, intelligentes Mädchen. Hat ihr Studium in Los Angeles im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt. Aber die Noten, eine 5,3 vom bundesdeutschen Preisrichter Heinz Müllenbach. Da möchte ich ihn doch am liebsten mal gleich fragen, wieso, weshalb, warum? 5,7 dagegen aus Großbritannien, 5,7 aus Ungarn, 5,6 aus Australien, 5,6 aus Finnland. Wenn der deutsche Preisrichter die richtige Note gezogen hätte, dann wäre es hier doch die Preisrichtermehrheit gewesen.
Ja, meine Güte nochmal, dann sind deutsche Läufer einmal gut und dann leistet sich ausgerechnet der bundesdeutsche Preisrichter eine solche Wertung. Das kann ich nicht verstehen.